Hallo Nils und Kumpel, der Elektrobastler, soweit ich mich erinnere. Ihr habt eine Ameise freigezockt. Also eine Ameisenbatterie, besser gesagt, glaube ich. Aber ich glaube, die Ameise auch dazu, ne? Ihr wolltet eigentlich zuerst die Batterie, die original drin war, durch einen Lithium-Akku ersetzen, aber dann habt ihr mitgekriegt, dass euer Akku noch 39 Volt hat. Habt ihr mit einem normalen Ladegerät geladen, das ging auch, aber hat halt wenig Ampere drin. Ja, und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die ganzen 2-Volt-Zellen alle regenerieren. Und das ist ein 2-Volt-ReMF-Charger jetzt hier. Ist eigentlich selbsterklärend. Hier vorne hast du die Spannungsanzeige. Wenn man nochmal einschaltet, dürfte die durchgehen, weil im Leerlauf bist du so bei 4,5 Volt ungefähr. Jawohl. Genau. Wenn du deinen Akku dann natürlich anklemmst, dann wird dann die Spannung angezeigt, die der Akku hat. Falls du deinen Akku, der halbwegs fit sein sollte, mal aus Versehen verkehrt rum hier vorne anschließt, mit den zwei Anschlüssen, dann kommt diese Sicherung hier. Das ist so eine zurücksetzende, die musst du dann wieder reindrücken. Bis 7 Ampere kann die. Und hier ist die ReMF-Charger-Schaltung. Und hier an der Seite, dieses Ding da, das ist ein Potentiometer, da kann man dann noch die Ampere einstellen. Also ich habe das jetzt schon so eingestellt, wie ich denke, dass ihr es bräuchtet. Sagen wir es mal so, ich habe nicht so eine riesengroße Zelle da. Ich habe hier mit kaputten Nickel-Cadmium-Zellen was versucht hinzubekommen, dass ich das auf Herz und Nieren testen kann. Und da habe ich die Einstellung gar nicht so schlecht gefunden. Die haut so 4 Ampere ungefähr. Das, was man eben messen kann, rein, aber die Pulse ist natürlich viel heftiger. So, und wenn sie sehr leer sein sollte, dürfte sie auch bis 8 Ampere gehen. Moment, mein Handy. Ja, na gut, eigentlich war das jetzt schon das Endklingeln gewesen, weil sehr viel mehr gibt es jetzt im Ladegerät eigentlich nicht zu sagen. Ne? Probiert mal euer Glück und berichtet auf alle Fälle, wie es läuft. Macht's gut, bis später.